herzlich willkommen bei Wein am Limit, liebe Valinauten. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu mehr Spaß im Glas. Heute mit Markus Berlinghoff. Markus Berlinghoff, der noch amtierende Sommelier des Jahres im Gumio und mein Nachfolger im Louis C. Jacob und Master Sommelier-Kandidat und was haben wir noch so? Und Kandidat bei der Weltmeisterschaft 2016. 2006, ja. Erster Versuch. Ach so, okay, alles klar. Wieso 2006? 2016, ja. 2016, ganz ja. Genau, ja. Markus, erzähl mir mal, wie wird man Sommelier des Jahres? Wie wird man Sommelier des Jahres? Ich weiß es. Warst auch schon gewesen, ne? Ja. Also es gibt verschiedene Wege, beim Gourmillot zum Beispiel, wo ich jetzt ausgezeichnet wurde, sehr, sehr gut. Das ist ja eine ganz anonyme Entscheidung eigentlich gewesen. Das heißt, da wird man quasi gewählt und das ist sehr, sehr schön gewesen von dem Führer. Eine andere Möglichkeit ist es noch, einen Wettbewerb zu gewinnen, und zwar als bester Sommelier Deutschlands. Der findet in Zusammenhang mit der Sommelier-Union und Relais Chateau alle 2 Jahre statt. Alles klar. Und ja, den muss man einfach gewinnen und dann kann man das auch. Dann kann man das auch werden. Aber Sommelier des Jahres, wie gesagt, im Gourmillot, weil ich hatte neulich die Frage auf Facebook, hat mich jemand gefragt, nee, da kann man nichts für tun, das wird man, weil die einen gut finden und natürlich wahrscheinlich, weil man auch viele Dinge irgendwie hinten dran, ja, ist ja auch eine Leistung immer. Ich meine, du arbeitest ja schließlich hier auch in Hamburg an einer der bekanntesten Tränken der Stadt. Ja, vielen Dank dafür. Ja, okay. So, dann wäre eigentlich meine Frage, Sommelier überhaupt, der Beruf ist ja so ein bisschen nach wie vor, Imageproblem will ich nicht sagen, aber es gibt ja heute Sommelier für alles. Banksommelier, Steuersommelier, richtig, ja. Wassersommelier, Biersommelier, Käsesommelier, ja. Brotsommelier. Ja. Der Name ist leider nicht geschützt, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen umständlich gewählt, aber Sommelier eigentlich, wie du es bist, wie ich es bin, ja. Die machen eigentlich... decken eigentlich sehr, sehr viel ab. Das ist ja nicht nur Wein, das heißt, wir machen auch viel mit Spirituosen, mit Wasser, mit Kaffee, Tee, auch über Käse, Harmonie von Speise und Trank. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr, sehr großes Umfeld, wo natürlich Wein der Fokus ist, aber so ein richtiger Sommelier, der beinhält das eigentlich alles. Ja. Naja. Und ich glaube, dass der Sommelier heute in der modernen Welt eben nicht unbedingt nur auf ein Luxusrestaurant, jetzt in, wie in deinem Fall, kapriziert ist. Das kann auch durchaus ein, ich sag mal, Getränkemanager im besten Sinn, weil ich sage euch eins, Leute, ich weiß nicht, wie du siehst, Markus, aber ich finde, der Getränkeservice in diesem Land sucks, also in den meisten Plätzen. Ich meine, ich gehe in irgendwelche Steakhäuser, die, finde ich, mega langweilige Weine ausschenken und, sage ich mal, viel glattgebügelter Mainstream, da spricht nichts gegen, aber so Excitement fehlt mir manchmal. Ja, man könnte auf jeden Fall viel mehr machen, ja, das stimmt schon, ja. Und da sind eigentlich gut ausgebildete Leute, sei es ein Sommelier oder ein Weinfachbereiter, wären vielleicht an manchen Stellen mal ordentlich einzusetzen, ja. Ja. Also allgemein finde ich auch, also ein Sommelier kann auch durchaus einfach nur die Getränkekultur heben in einem Lokal, die Mitarbeiter mitnehmen. Und natürlich die Kohle machen, ganz genau. Ja, ja, am Ende darum geht es ja auch. Das sehen aber viele nicht ein. Gerade viele Businessleute, viele Chefs, viele, sag ich mal, Gastgeber, die überlegen sich zweimal, warum soll ich noch einen Sommelier einstellen? Ich habe noch meinen Restaurantleiter oder jemand im Service, der kann das noch mitmachen. Da brauche ich ja keine zweite Person dazu. Aber das ist vielleicht auch einen anderen Hintergrund geben könnte. Und vielleicht auch keine Götter neben mir, also ohne den Köchen da jetzt da dagegen kritteln zu wollen. Aber so ein bisschen, ich sag mal, auch die Gastgeber in diesem Land, von denen liest und hört man nichts. Also die Servicekultur in diesem Land eben so ein bisschen im Hintergrund. Ja, ich denke auch bei Sommeliers, wenn wir jetzt mal auf Fernsehen gehen, auf Fernsehköche, es gibt so viele Kochsendungen und da hat Wein, denke ich mal, eine größere Rolle gespielt vor vielleicht 10, 15 Jahren. Das ist heute nicht mehr so intensiv. Vielleicht liegt das eher, dass man das nicht zeigen darf, ich weiß es nicht. Ich kann, also wir haben schon ganz schön viel gequatscht, aber ich kann euch sagen, das hat ganz viel damit zu tun, glaube ich, dass Alkohol ein großes Problem ist, dass dieser lässige Umgang mit Alkohol ein großes Problem ist und eben, dass das Thema Wein im Fernsehen extrem schwierig ist. Zu featuren ist, obwohl es gar nicht so schwierig ist. Es gibt tolle Sachen, aber ich meine, die meisten Redakteure begrenzen sich auch immer darauf, uns Sommeliers irgendwie oder den Weinleuten versuchen, einen reinzudrücken, indem sie irgendwelche komischen Blindproben organisieren. Auch noch mit GEZ-Gebühren. Also, wir kommen zum ersten Wein, Leute. Das habt ihr euch gewünscht. Wir gehen ins Pimon, Pedes Montes. Und das ist ein Wein, den haben wir, oder habe ich kennengelernt durch dich. Markus, das sind Sachen, die du importierst für das Louis C. Jacob. Also wer sie kaufen möchte nachher, dann stelle ich sie rein. Das ist ein Dolcetto d'Alba, Le Querce. So, wie kommst du auf den Wein? Und Dolcetto, die Rebsorte, die einfachste Rebsorte des Piemont. Piemont haben sich viele gewünscht. Richtig, ja. Das finde ich schön, dass das ein Wunsch war. Ja, Piemont am Fuße der Berge, genau. Das war eigentlich ein Zufall gewesen. Ich habe nicht unbedingt was gesucht, was wir bei uns exklusiv machen können im Jacob. Und ich war auf der Vinitaly gewesen letztes Jahr. Das ist die größte Weinmesse in Italien für italienische Weine in Verona. Und bin da ganz normal durch die Hallen gelaufen, habe verschiedene Sachen verkostet und bin eben an dem Stand hängen geblieben. Und da war der Marco gewesen, Marco Molino, junger
Ende 20, sehr, sehr engagierter Typ, der da in dritter Generation auf dem Weingut arbeitet. Das ist Agricola Molino. Die sitzen also in Piemont, ganz im Süden. Mhm. Und da zwar in der Stadt Treso, also auch eine der, sage ich mal, Hauptdörfer für Barbaresco, haben da sehr, sehr, sehr gute Trauben, guten Boden und ja, machen tollen Barbera und eben auch einen tollen Dolcetto. Ja, ich war begeistert davon. Natürlich, klar kann man die Granden zeigen, Barbaresco, Barolo, aber ich fand eben Dolcetto, die Einstiegsdroge, hier, wie ich finde, in einer sehr schön pfeffrigen, fast würzigen, so weiße Pfeffernoten. Dolcetto heißt da kleiner Süßer, eine Rebsorte, die lange Zeit wirklich den einfachsten Tageswein da gemacht hat, aber mittlerweile auch in der Qualität, finde ich, enorm gestiegen ist. Hier in einer sehr eleganten Verfassung, wie ich finde, so fast ein bisschen an Blaufränkisch oder Lemberger, also sprich Lemberger erinnernd. Und vor allem auch mit einer guten Struktur. Aber es ist was zum Saufen halt. Ne? Entschuldigung, wenn ich mal so locker sage, es ist was zum Trinken für jetzt. Ist ein Trinkwein, auf jeden Fall. Also sei das jetzt mit Essen oder ohne Essen zu einem schönen Steak. Aber Dolcetto war immer so ein bisschen, ich habe den nie so groß gemocht, aber da ist wirklich ein bisschen Struktur auch dahinter. Der hat ein bisschen Potenz auch, hat Kraft. Mhm. Hat eine schöne, dieses Blaufränkischartige, was du gesagt hast, auch in die Richtung so Sauerkirsche, so rote Beeren mehr, nicht so dunkle Beeren, mehr rote Beeren, aber sehr, sehr juicy, auch sehr schmackhaft. Also auch am Gaumen, das dann hat Ausdruck, hat eine Frische durch die Säure auch, die ihr habt. Ganz typisch für Dolcetto. Oft sind die leider zu sauer, aber... Hat Gerbsäure auch. Also hat auch Gerbsäure. So, das belegt noch ein bisschen so, ja? Also das Bittere hier hinten, aber wirklich sehr schön eingebunden. Aber macht Spaß, ja. Ne? Also was mir vor allen Dingen Spaß macht, viele Dolcetto sind eher wirklich ein bisschen süßlich, lieblich oder so nichtssagend banal, dünn. Und wie der Marco schon sagt, sehr schöner, strukturierter Wein. Was kostet der Spaß, darf ich fragen? Das kostet 9 Euro, die Flasche. Ja, so Leute, das ist mal eine Ansage hier. Ich meine, darum geht es ja auch bei Wein am Limit. Wir wollen ja nicht nur 30 oder 40 Euro in Flaschen immer ständig präsentieren, auch immer wieder einen guten Einstieg. Für einen Zehner ist das sehr, sehr fair, sehr guter Wein. Man muss dazu sagen, es gibt den Dolcetto d'Alba. Es gibt ja verschiedene Zonen für Dolcetto. D'Alba ist so ein bisschen die vornehmste, also sprich da, wo der Barolo zu Hause ist eigentlich und der Barbaresco. Es gibt noch den Diana Superiore, der auch ein bisschen so im Aufkommen ist, aber... Oder Dogliano gibt es noch. Genau, ja, schon die, die Heimat. Also, Einstiegsdroge, wozu übrigens? Zu Wurstware, zu Salami, zu pikanten Sachen. Also ich war so begeistert, wir haben uns bei einer Veranstaltung gesehen, die sieben Sommeliers hieß das, liebe Freunde, das gibt's auch. Und da habe ich gesagt, komm, das bring doch mal mit, stell das mal vor, weil ich fand die Weine wirklich toll. Jeder durfte so seinen Lieblingswein vorstellen. Mir haben die Weine sehr, sehr gut gefallen, vor allen Dingen... Ja, weil sie eben vielleicht nicht klassisch sind, also eine gewisse Modernität, aber trotzdem eben Weine mit viel Struktur. Nächster Wein, jetzt kommen wir in die Rebsorte. Entschuldigung, jetzt habe ich Barbera d'Asti 2012, auch wieder von der Azienda Agricola Molino. Vielleicht fängst du schon mal an, 13,5. Genau, 13,5 Loretto heißt der Wein. Richtig, ja, Barbera jetzt hier aus Asti. Es gibt ja eigentlich sehr viel Barbera im Piemont, alles im Süden. Und es gibt einmal die, die mehr aus der Asti-Region kommen, also wo auch der Asti Spumante herkommt, in der Moscato d'Asti. Und auch die Region Alba, um Alba herum, wo zum Beispiel auch der gute Trüffel herkommt. Mhm. Und der Barbera d'Alba ist immer ein bisschen ausdrucksstärker, ein bisschen kräftiger und so ein bisschen filigraner, könnte man sagen, ist der Barbera d'Asti. Und das ist 2012 noch sehr jung, frisch, 13,5%, aber trotzdem eine schöne Trinkigkeit, glaube ich. Also sehr filigraner Wein, der aber... ganz gut im Schuh steht. Also was ich hier wieder super finde, ist eben diese Ausgewogenheit. Barbera kann extrem säuerlich sein, ist ja eine sehr säurebetonte Rebe, plus dass sie Riesenerträge haben kann. Man hat eigentlich erst angefangen, Ende der 80er mal sich irgendwie die Mühe zu machen, mal was Anständiges daraus zu machen. Und seitdem ständig daran gearbeitet, an dem Profil. Ich finde, hier ist es eine sehr schöne Mischung aus Tradition und modern. Modern hat schon ein bisschen mehr Frucht, aber Tradition, auch hier, es ist ein Wein mit Grip, nicht überbordend vom Holz, sehr fein gemacht, köstlich. Das ist mein, würde ich sagen, so ein Italo-Klassiker. Schön saftige Gerichte. Ja, und da kann man auch mal so einfach zur zweiten Flasche trinken. Also es ist wirklich kein Wein, der einem wehtut, ja, wo man sagt, nach ein, zwei Gläsern... reicht, dankeschön. Also das hat eine frische Trinkigkeit. Und, die Italiener haben es ja auch lange Zeit mit dem Barbera dann übertrieben, fand ich. Haben ihn zu reif gemacht. Zu viel Alkohol, zu schwer. Hier finde ich ihn eigentlich wieder so ein bisschen runtergetont. Deswegen sagte ich, es ist zwar modern, aber irgendwie dann doch wieder ein bisschen mehr auf dem Weg zurück. Und das Tannin ist auch nicht zu kräftig. Also es ist wirklich eher ein bisschen elegant, schön eingebunden. Also nicht stören. Ähnlich also, wie beim Dolcetto ein bisschen Tannin. Also hier müsste ich wirklich sagen, das ist ein Wein, so ich muss ja auch mal Soul-Punkte geben. Also beim Dolcetto gebe ich 3 Soul-Punkte, weil ich finde, das ist ein super Tageswein. Auch für 10 Euro brauchen wir nicht darüber sprechen. Kann man wesentlich schlechter fahren auf der Welt. Hier gebe ich 4 Soul-Punkte. Ganz klar ein Punkt mehr. Das ist ein Wein, der hat viel Struktur und. Klasse zum Essen. Ein Wein, der Spaß macht. Ist das übrigens heute so im Restaurant?
Machst du viel Weinbegleitung, verschiedene Weine? Was wollen die Leute heute? Das würde mich noch interessieren. Ja, das hält sich eigentlich in Grenzen. Natürlich, Weinbegleitung ist ein großes Thema. Überall in Restaurants wird viel Weinbegleitung verkauft, auch bei uns. Also wir haben zum einen eine klassische Weinbegleitung, die wir zu dem Menü aussuchen, und zum anderen auch eine Champagnerbegleitung, weil wir auch sehr viel mit Champagner arbeiten bei uns im Haus. Das heißt, man könnte wählen, will man nur Wein, will man Champagner oder will man das auch mischen. Also wir können da wirklich sehr viel spielen. Mhm. Und das sind dann einfach Weine, die sehr, sehr gut harmonisch auf das Essen abgestimmt ist. Natürlich immer wieder subjektiv, aber ich versuche trotzdem auch den Flaschenverkauf eigentlich anzukurbeln, anzuregen, dass man so ein gutes Verhältnis hat. 50-50. Okay. Also du hast auch jetzt nichts dagegen, wenn einer sagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr Weinbegleitung, ich mache jetzt mal eine Flasche Barbera oder sowas. Nee, bin ich happy, weil Weinbegleitung, das ist was, das legen wir einmal fest. Sprich, wir haben ein Menü von 5 Gängen und dann machen wir das mit unserem Küchenchef, dem Herrn Martin. Mhm. Er kocht uns das vor und dann versuchen wir uns im Vorhinein dazu ein paar Weine auszusuchen. Probieren die zu dem Gericht, bis wir sagen, hey, super, so machen wir das, so machen wir das auf die Karte. Und das legen wir einmal fest und dann läuft das ja 2-3 Monate, bis das Gericht wieder wechselt. Okay. Und solange habe ich dann wenig genau Eigenständigkeit eigentlich im Restaurant, weil ich immer das ausschenke, was wir eben ausgesucht haben. Und so versucht man schon, auch den Keller ein bisschen zu drehen. Also für mich ist Barbera, deswegen frage ich auch, so ein One-Bottle-Menü. Also eine Flasche, ein Menü. Warum? Weil er hat Säure. Und das merkt man auch hier sehr stark. Sauerkirsche, Zwetschge, rote Frucht, Johannisbeere, was hier wirklich angenehm ist. Nicht vom Holz kaputt gemacht, wie so häufig. Oder zu sauer, wie auch so häufig. Also der Wein hat echt eine tolle Balance, eine schöne Trinkigkeit. Ganz genau. Toll. Säure nicht falsch verstehen, ja? Nee, Säure eben, aber als lebhafte Säure. Frische, animierende Säure. Und nicht als irgendwie ein Exzess. Ich meine, der Barbera kann im schlimmsten Fall, habe ich bei vielen Supermarktvarianten leider immer wieder erlebt, eine extreme Säure haben, und dann, wenn er sehr dünn ist, dann muss irgendwie was dagegen setzen. Ja. So, jetzt kommen wir aber hier in eine andere Kategorie von der Farbe. Ja. Das ist auch der Wein, glaube ich, den ich damals kennenlernen durfte. Barbera d'Alba Superiore Ausario 2011. So, genau. So, dann erzähl mal jetzt. Ich meine, Asti war ja klar, der nördliche Teil. Mhm. Also da gibt es Barbera, in Alba war er ja, ist es meistens eben zu vornehm, da wird viel Nebbiolo gepflanzt eigentlich. Richtig, er ist eigentlich viel Nebbiolo und gerade auch diese Lage, also Ausario ist eine Einzellage von ein paar Hektaren, wo eigentlich sehr, sehr viel, fast nur Nebbiolo gepflanzt ist, und da gibt es eben sehr alte Barbera-Stöcke, die von den Molinos, und das ist natürlich ein ganz spannender Boden dort auch, also das ist Helvetien, das heißt sehr viel Sandgestein, also sehr, sehr guter Boden eigentlich für Barbaresco und für Nebbiolo-Traube, und da wächst der Barbera, und der wird noch ein bisschen im Holz ausgebaut, nicht so viel neues Holz, sondern gebrauchte Fässer, dass er einfach so eine kleine Mikrooxidation mitbekommt. Mikrooxidation? Was heißt das? Ja, Entschuldigung, wenn du schon mit Fachwörtern hier rumschmeißt. Also, dass der Wein eben nicht unter Ausschluss von Sauerstoff ausgebaut wird, wie im Stahltank, sondern eben in einem Holzfass, das schon gebraucht ist. Das heißt, er nimmt nicht so viel Geschmack aus von dem Holz, nicht so viel Tannine, nicht so viel rauchige Vanillearomen, sondern kriegt einfach schon mal so ein bisschen Stoff mit auf dem Weg. Ja. So, das muss ich sagen, das finde ich mega. Diese wilde Würze, die Konzentration, aber die Frucht nach vorne, die Frische hier, die hier drin ist im Glas. Also das ist auch das, was viele sich wünschen beim Barbera, aber nicht immer bekommen. Ziemlich geil, weil Barbera d'Alba kriegt man gar nicht so häufig. Eben, das meiste ist ja doch eben Asti, ist auch leichter, und das ist echt ein toller Wein, der unglaublich viel Struktur hat, Wahnsinnsfarbe, sehr intensiv, diese dunklen Beerenfrüchte. Was ich hier toll finde, er hat einen relativ hohen Alkohol, also relativ heißt 14,5, ja. Aber trotzdem wunderschön verpackt, nicht irgendwie unangenehm. Wichtig ist eben, dass es schön eingebunden ist, also nicht, dass der Wein irgendwie brandig ist oder dass es irgendwie heraussteht, sondern er muss die Trinkigkeit haben, es muss alles sehr, sehr harmonisch zusammenfahren, und ich glaube, tolle Textur, gut, Espresso, Sauerkirsch, Pflaume, Gewürze, köstlich. Jetzt muss ich mal fragen, was kostet der Stoff? Der kostet 14. Der kostet, ja, das war's. 14, genau. Ja. Das ist der Hammer. Ja. Also der Dolcetto ist 9, der Asti ist auch 9 und der andere ist 14. Hammer. Ja. Ist doch gut. Hammer. Ja. Also super. Für das Geld? Super geil. Super geil. Super geiler Barbera d'Alba. Sehr, sehr, sehr geil. Muss ich wirklich sagen. Also jetzt nicht um zu stark wie wir nach Richtung. Ich lasse die Flaschen hier, ist kein Problem. Ihr wisst ja schon. Aber das ist klasse. Was dazu? Was serviert ihr dazu? Dazu kommt immer drauf an. Also was sehr, sehr gut kommt, sind die Schmorgerichte immer, die wir haben. Das heißt, so eine Rinderschulte geschmort mit so einer richtig dicken, fetten Soße, das ist einfach ein super Part dazu. Gerade bei dem Barbera d'Alba Ausario, weil der eben auch eine kräftige Tanninstruktur hat, aber eben nicht so bitteres Tannin, sondern ein süßes Tannin, obwohl der Wein trocken ist, also wo man sieht, dass die Trauben ausgereift sind. Was heißt süßes Tannin? Süßes Tannin heißt einfach das Tannin, also das Bittere, das Pelzige aus dem Wein. Das hat man ist. Ja oft, genau, dass es eben nicht so grün ist. Ja? Ja. Wie wenn du auf eine Traube beißt und du beißt auf die Kerne und die sind unreif, dann dieser grüne Geschmack, der so alles steht, zusammenzieht. Genau, ja. Okay. Ja. Also das heißt, also Gerbstoffe sind da, die zwar belegen, aber nicht taub machen. Ja. Ja, vielleicht so. Ja.
Ganz großes Kino, Leute. Den lege ich euch ans Herz. Zu dem Preis kenne ich keinen Barbera in dieser Klasse, der da mitmachen kann. Eine Wahnsinnsstruktur, eine tolle Komplexität. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Wie wird man Sommelier des Jahres? Jetzt wissen wir es. Also man muss einfach nur ein cooler Typ sein. Also so wie Markus, dann ist man Past Glories. Anyway, Leute, ich wünsche euch mehr Spaß im Glas. Das Thema Piemont haben wir zumindest jetzt mal angerissen und zeigt eben, dass Wein am Limit eben nicht nur über Riesling ist, wie es in der letzten Folge ja einige moniert haben. Mhm. Im Gegenteil, dass es den Riesling so häufig gibt hier, liegt einfach daran, dass in Deutschland eben Riesling gibt, also, ne? Und wir hier auch viel deutsche Weine machen. Ja. Was hast du für eine Frage noch an die Wallinauten? Würde dich mal was interessieren? An die Wallinauten? So, das ist immer geil. Ich frage das immer zum Schluss, keine Ahnung. Man guckt jede Folge und man weiß, die Frage kommt, macht selber mit, aber hat nichts parat, ja? Ja, okay. Nee, eigentlich nicht, ne. Danke, dass ich hier war und ja, viel Spaß bei der nächsten Sendung. Also, rein. Also ich linke das noch rein, wo man die Weine kaufen kann. Wer mal Zeit und Lust hat, sollte Markus besuchen. Sehr schöne Weinkarte, sensationelle Weinkarte, wunderschöne Lindenterrasse. Jetzt mache ich mal Werbung für meinen alten Arbeitgeber und ja, mittlerweile auch ein sehr netter Sommelier, muss man sagen. Also früher war der nicht so nett. Früher war das nicht so gewesen. Nein, da war es anders. Also alles erst. Tschüss. Ciao.